Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, ich habe noch ein kleines bisschen was gegessen. Wir haben ein bisschen was auf Vorrat, das passt. Ich glaube, hier drinnen hat auch nichts mehr Platz, glaube ich. Oh doch, ein bisschen. Ja, ein Stück. Super. Gut, wir haben viel zu viel gelumpert, eigentlich, und wir hätten noch so viel zum Lesen. Ich habe aber gerade kein... Ja doch, wir sollten lesen. Wir sollten lesen, ich sollte sowieso lesen, um herauszufinden... warte mal, ich drehe mich anders, so wäre es besser. Um herauszufinden, was diese Viecher hier alles können. Also Riesenröhrenkoralle. Die Vielfalt der Korallenformation auf 4546b scheinen unterschiedliche Lösungen für das Problem zu sein, die Wasser- und Nährstoffversorgung in der ganzen Kolonie zu gewährleisten. Diese besondere Unterart filtert Wasser durch die Röhre und nimmt dabei Nährstoffe auf. Ihre Größe zeigt, dass sie damit überaus erfolgreich ist. Beurteilung. Röhrenkorallenproben sind reich an Calcium und verwertbar zur Herstellung von Chlorbleiche. Ach so, und wieso können wir die noch nicht ernten? Ich hoffe, das wird schon, dass es mit dem Messer irgendwie klappt. Mal schauen. Und zwar Pflanzenmeer. Adrige Nessel haben wir hier. Eine einfache Flachswasserpflanze, die oft Fraßspuren um die Ränder der Blätter zeigt. Dicke violette Adern tragen Nährstoffe zu den äußersten Enden der Fächer. Und hellfarbigen Samen wachsen um den Boden und den Stamm. Verwertbares, eine Schlingpflanze. Eine Seetangart, die sich in großen Wäldern konzentriert und in seichtem Wasser mit sandigen Böden vorkommt. Lockere Wurzeln verankern die Pflanzen im Meeresboden, von wo sie stetig im Streben nach Sonnenlicht in Richtung Wasseroberfläche wächst. Der Strunk ist faserig und reich an Eisen. Das macht ihn sowohl zu einem brauchbaren Rohmaterial für die Herstellung von Textilien, als auch zu einem Grundnahrungsmittel. Beurteilung. Lebenswichtiger, fremder Rohstoff, essbar, Verwendung als Baumaterial. Dann die Schwefelpflanze. Diese Pflanze scheinen den explosiven Tieren, die sie bewachen, als Nest zu dienen. Die äußeren Blütenblätter werden durch die Anwesenheit des bewohnten Tieres nicht beschädigt, was auf eine komplexe Co-Entwicklung hinweist. Die Pflanze hat ihre Ernährung an die Nährstoffe und Mineralien angepasst und der Fisch in ihrem Inneren hinterlässt, So. Ja. Schwefelablagerungen auf den inneren Blättern geben einen Einblick in, den Vorgang, der die Tiere zur Explosion bringt. Beurteilung. Schwefel kann zur Herstellung des Reparaturwerkzeugs verwendet werden. Viecher. Pflanzenfresser klein. Ein Reiffisch. Ein kleiner, schwarmbildender Beutefisch mit einer einzigartigen Antriebsmethode. Ein entfernter Verwandter des Blasenfisches. Fühler, also erstens Fühler. Anstatt zu schwimmen, verändert diese Tierart mit den dünnen grünen Fühlern, die seinen Körper umgeben, die Zusammensetzung des Wassers direkt vor sich. So ist es ihr möglich, in den geschaffenen Bereichen mit geringerer Dichte hineinzusegeln. Zweitens violett-grüne Färbung. Könnte diese Tarnanpassung an mittlere Lichtwellenlängen sein und möglicherweise ein Anzeichen dafür, dass der Reiffisch eher in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv ist. Drittens Verhalten. Es bilden sich zwar in regelmäßigen Abständen Reiffischschwärme, die massenhaft Raubfischen aus dem Weg gehen, aber dies ist eher ein soziales als ein defensives Verhalten. Einzelne Reiffische sollten sich oft bei der Nahrungssuche Einzelne Reiffische finden sich oft bei der Nahrungssuche und zeigen allgemein ein merkwürdiges Verhalten. Beurteilung essbar. Dann haben wir fortgeschrittene Theorien, fremde Eier. Es gibt Hinweise, dass sich die meisten, wenn nicht sogar alle einheimischen Tierarten durch Eiablage vermehren. Eier können auf dem Meeresboden liegend, unter Geröll begraben oder sogar in Felsspalten eingeklemmt gefunden werden. Verschiedene Arten bevorzugen wahrscheinlich verschiedene Biome als Nistplätze.
Eier, die in freien Wildbahn entdeckt wurden, befinden sich in einer Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich auf ideale Bedingungen zum Schlüpfen. Oder auf die Ablage eines entscheidenden Enzyms, das den Prozess in Gang setzt. Es ist unmöglich, die Tierart eines Eies von außen zu ermitteln. Jedoch kann es möglich sein, eine Schlüpfreaktion zu stimulieren, wenn ein Ei in einen geeigneten Lebensform-Zuchtbehälter verlegt wird. Dann haben wir geologische Daten. 4546b, Umgebungsscan, Wasserplanet der Kategorie 3, Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre, umfangreiche Biodiversität. Sicherheitshinweise, kein Raubtier in Leviathan-Größe beherbergen. Also kann, nicht kein. Kann Raubtiere in Leviathan-Größe beherbergen. Es ist wunderschön. Wasser ist hochgradig mit einem unbekannten Bakterium verunreinigt. Planet ist außerhalb des Föderationsraumes. Rettung unwahrscheinlich. Das ist hervorragend. Eine Erkennung dieser Umwelt ohne Schutzkleidung und umfangreiche Ausrüstung wird nicht empfohlen. Ja, das heißt, wir müssen schauen, dass wir endlich mal zu unserem Anzug kommen, und ich werde es auch gleich wieder speichern. So, nichts passiert, Gott sei Dank. Für das Medikit habe ich jetzt, glaube ich, keinen Platz mehr. Oder doch? Ich glaube doch ein bisschen. Doch. Passt. Ein bisschen Essen haben wir noch, ein bisschen Wasser. Okay, ich würde mal sagen, wir tauchen wieder. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal hier mit dem Messer diese Sachen hier abschneiden kann. So wie das hier. Na. Ah, draufschlagen. Doch, es geht. Einfach draufschlagen. Das wusste ich nicht, dass es mit Schlagen geht. Okay. Samen des Windegrases. Hoppala, zu unabsichtlich jetzt weggeschmissen. Das wäre jetzt wieder was für hier oben drinnen. Ne? Werden wir gleich schauen, dass man damit, ob man damit was machen kann. Ich glaube nicht. Unser Lager ist ja auch mehr als wie voll. Da musste ich kurz husten, Entschuldigung. Ich glaube, dieses Gras ist sowieso für Hugo. Das war, glaube ich, für nichts, ne? Was stand da drinnen? In der Datenbank. Windegras, gut angepasst, seichtes Wasser, Höhensystem, Pflanze, bla bla, Bodenstämme fort. Ist für nix, okay. Kann ich dann somit auch gleich wieder wegschmeißen, ne? Dann brauchen wir das nicht, dann kann ich das tatsächlich entsorgen, so. Tschüss. Aber es funktioniert mit dem Messer, okay. Da kann man Sachen jetzt ernten, das ist sehr schön. So. Kann ich jetzt somit auch die Riesenkoralle hier? Ja. Sehr gut. Die war, glaube ich, auch für was, ne? Calciumcarbonat ist ein Grundbestandteil der Chlorbleiche. Genau, die Chlorbleiche. Das machen wir jetzt aber auch gleich. Die baue ich jetzt gleich zusammen für uns. Die war, glaube ich, für irgendwas zum Brauchen. So. Grüß Gott. So. Also. Da. Bauen. Bauen. War das hier? Ah, Salzablagerung brauche ich noch. Ah, dafür kann dann. Aha, dann können wir dieses desinfizierte Wasser, glaube ich, kochen, ne? Wenn wir das haben. Chlorbleiche, ja, ja. Okay. Das ist jetzt nicht so klasse, weil wir sind hier echt voll. Ich glaube, ich baue uns nochmal einen Titanbahn. Wir haben ein bisschen Platz. So. Dann muss ich nur noch schauen, dass wir. Ja. Okay, da hat überhaupt nichts mehr Platz. Was wollte ich sagen? Dann muss ich nur noch glubschen.
dass wir. Dieses Salz bekommen, wollte ich sagen. Habe ich nicht Salz? Warte. Ist da nicht Salz gerade gewesen? Warte nochmal. War hier Salz? Ja. Habe ich ja. Ich Trottel. Passt eh? So. Also, bitte. Stell das her. Einmal. Und zweimal. Und Wasser. Desinfiziertes Wasser herstellen, bitte. Einmal und ein zweites Mal. Super. Mal schauen. Ja. Ah, es geht sogar noch einmal. Ah, ich will nicht zu viel verschwenden. Ich will da nicht zu viel verschwenden. Behalten wir das noch sicherheitshalber auf. Aber Glas könnte ich herstellen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und wir könnten einmal sowas trinken. Ja, das gibt ordentlich. Das gibt ordentlich. Den futtern wir auch gleich mal weg. Das gibt wirklich ordentlich. Da kann man nichts meckern. So, ich mache jetzt nochmal schnell Glas. So. Tada! Passt. Dann hätten wir mal das erste hier für uns da fertig. Jo. Diese Kreatureneier hier, ne? Die sind auch ganz schön heftig. Was haben wir hier? Chlorbleiche ist eine wichtige Chemikalie zur Wundreinigung der Wundreinigung und Wasseraufbereitung. Wohl passt schon. Wenn man die tägliche Wasserration im Voraus zubereitet, wappnet man sich gegen Verdursten und möglichen Tod. Ach, ne. Was du nicht sagst. Aha, hier kann man die Screenshots dann anschauen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen, dass wir als nächstes. Wie man Fasergewebe herstellt, weiß ich noch nicht. Wo man Blei anfindet, weiß ich auch noch nicht. Aber hier mal die Schwimmflossen wären, glaube ich, nicht so schlecht. Die können wir mal hinarbeiten. Ja. Vielleicht finden wir auch mal ein Silbererz an. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht auch diese Energiezelle dann noch. Dann noch vielleicht den Schmierstoff herstellen. Vielleicht schalten wir da neue Sachen frei, weißt du? So, ich würde sagen, speichern können wir tatsächlich. So. Und ich würde sagen, kein Bug, sehr gut. Wir verlassen die Rettungskapsel. Platsch. So, wir haben hier jetzt da, glaube ich, bei uns ein bisschen Platz. Ja. Wir haben nichts zum Essen, das ist schlecht. Und ich rüste mal sicherheitshalber schon mal das Messer aus, falls der Typ uns da angreifen möchte. Ich will auch mal probieren. Ah, da sehe ich auch was. Ah, das war nur Titan. Meh. Ich habe halt immer irgendwie die leise Hoffnung, dass es hier Blei gibt. Aber so einfach ist es dann scheinbar doch nicht. 30 Seconds. Da, dich möchte ich gerne fangen. Jawohl. Kann man das eigentlich auch. Oh. Warte. Alter! Puh. Hoffentlich geht sie das jetzt noch aus. Nein, schade. Gerade nicht. Ach, Mist. Habe ich jetzt noch alles beisammen? Wow! Zwei! Alter!
Mich beschleicht das Gefühl, dass wir ganz schnell versuchen sollten, diese Mistviecher umzublingen. Da spielen wir das so einer. Wo ist er? Da unten. Das Gefühl habe ich ganz stark, dass wir da die umbringen müssen. Damit sie sich nicht so krass vermehren, ne? Weil sonst haben wir hier irgendwann mal alles voll. Habe ich den getroffen? Ja, ich glaube. In der Tat. Oder auch nicht. Oder hat gefressen. Dann könnte ich Pech gehabt haben. Falls da jemand fragt, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wie so oft. Meine Nase juckt. Nein! Die falsche Taste. Ja. Ah, da haben wir auch was. Kupfer. Sehr gut. Ich werde mal ein bisschen Luft holen, glaube ich. So. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Ah ja. Da können wir auch die gut lagern. Ich würde sagen, eines opfern wir dafür und eines davon. Ja, ich glaube, das ist okay. So. Hä? Luft. Wo ist jetzt die Luft? Da. So, einmal Luft bitte. Die Firma dankt. So, war, wo, wie? Wohin als nächstes? Ich, wir müssten, glaube ich, darüber. Ich brauche noch mehr von diesem Samengedings. Ne? Kann man hier eigentlich auch was zerstören? Nö. Das geht einmal nicht. Das da auch nicht, oder? Nein. Ich probiere einfach mal. Die Tischkoralle war jetzt, glaube ich, auch für nichts. Da haben wir einmal Hirnkoralle. Da füllen wir uns schnell unsere Luft wieder auf. Da haben wir wieder so einen Pirscher. Passt. Da vorne sehe ich wieder Eier für uns. Also diese Samendinger. Strahlung. Ach, Gebiete. Dreck. Das ist dann wohl nicht so gut. Metallschrötchen. Da haben wir auch was. Titan wieder nur. Schade. Schade, schade, schade. Oh. Na du? Wo ist er? Hallo? Oh. Ein empirischer Zahn. Bauplan verfügbar. Ich muss jetzt da leider durch, auch wenn wir jetzt da verstrahlt sind. Ich muss mir die holen. Voll. So, nix hier weg. Ui, Luft. Gleich. Nochmal. Sehr gut. Passt. Wunderprächtig. So, hast du Platz? Ja. Wow! Schleich dich. Hat einen Zahn verloren.
Ich sehe es gerade nicht. So. Wir schwimmen mal zurück zu unserem Zuhause. Nach Möglichkeit. Haben wir Platz noch? Na, wir sind mal voll. Okay. Mistviech. So. Ich bin gespannt, wie viel der einstecken kann. Aha, da sind wir auch voll. Aber immerhin haben wir ja schon... Immerhin haben wir schon ein Zähnchen von ihm. Keine Ahnung, was wir damit herstellen können. Werden wir sehen. Ich schwimme jetzt erstmal nach Hause. So. Und rein. So, jetzt können wir mal lesen. Was haben wir denn da für ein schönes Zähnchen bekommen? Also der Pirscherzahn. Ein scharfes, gehärtetes... Hoppala. Calciumgebilde abgeworfen von einem einheimischen Viech. Okay, ich würde sagen, den essen wir jetzt mal und das trinken wir jetzt mal. Das gönnen wir uns. Wir waren ja brav. Ein neuer Bauplan hat es auch geheißen, ne? Emalisiertes Glas. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber ich würde mal sagen, ich stelle es mal her, weil wir es können. Würde ich sagen, einmal das. Vielleicht schalten wir was Neues frei und einmal diesen Schmierstoff. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. So. Und. Ach ja, können wir eigentlich. Hier fehlt Salz, okay. Vielleicht nur für uns jetzt habe ich eine kleine Flasche Wasser. Und den Rest kochen. So ist gut. So. Was wir jetzt mit dem Schmierstoff machen können, habe ich keine Ahnung. Mit dem Glas weiß ich auch nicht. Tischkorallenprobe und Gold wird noch fehlen. Okay, dann können wir das schon mal herstellen. Ich habe leider jetzt zu wenig Sämlinge, weil ich jetzt das Öl dummerweise hergestellt habe. Um das hier zu machen, da brauchen wir zwei. Okay, da muss ich zwei von diesen Sämlingen ernten. Silbererz brauchen wir hierfür, okay. Leitung Thermometer. Mhm. Taschenlampe wäre auch cool. Batterie und Glas. Das müsste herstellbar sein. Glas und Batterie. So, stellen wir gleich mal die Taschenlampe her, ne? Geht das hier so? Werkzeuge, Taschenlampe. Perfekt. Tada! So, was noch? Leuchtfackel bin ich nicht dafür. So, schauen wir da. Hier die Taschenlampe. Okay, die muss ich schon fast da unten... Also die kann man nicht verschieben. Okay, ja, stimmt, habe ich vergessen. Ich würde sagen, das Kupfer mal. Und aha, da hätte ich eh zwei. Ah, das ist der Schwefel gewesen, hoppala. Das wollte ich eigentlich auch. Die zwei werde ich wegschmeißen. Das kommt hier rein. Den wollte ich auch gern lagern. Geht aber nicht. Kann ich jetzt damit dieses... Mit einem müsste es doch gehen, ne? Da. Jawohl. Silikon. So. Passt. War ich doch nicht so dumm wie gedacht. Darf ich... Ah, da sind tatsächlich zwei entstanden aus einem. Ah, das ist aber cool, weil jetzt können wir nämlich noch was bauen, glaube ich. Und zwar die Schwimmflossen. The fabricator draws from available cool. Data to provide environment appropriate equipment using locally available materials.
For your safety, this setting cannot be overridden. Ja. Wandelt vertikale Bewegungen der Gliedmaßen unter Wasser in Vorwärtsschub um. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit um ca. 15%. Das ist super. Das ist richtig super. Das freut mich. Schön. Ja, speichern werden wir das gleich. Das ist eine gute Idee. So. Dann haben wir hier noch was. Aufzeichnungen. Schmierstoff ist beim Bau von Fahrzeugen und Kraftwerken unerlässlich. Okay. Der Fabrikator nutzt verfügbare Daten, um umgebungsgerechte Ausrüstung aus örtlich zur Verfügung stehenden Materialien herzustellen. Aus Sicherheitsgründen kann diese Einstellung nicht umgangen werden. Ja, ist wurscht, braucht man nicht. Also muss nicht sein, dass es umgestellt wird, so meine ich das. Auch ein neues Medikit, das ist unbedingt notwendig. Oh. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Okay. Signal location uploaded to PDA. Ja. Zum Glück steht da immer alles schön auf Deutsch. Das tut mir, das ist für mich ganz einfach dann. Kommunikator. Empfange zuvor aufgezeichneten Notruf. Spiele ab. Hier spricht Rettungskapsel 3. Landen unsere laden unsere Koordinaten hoch. Wir stopfen einige Löcher in unserem Notfallseegleiter. Also wenn wir zu spät zum Treffpunkt kommen, keine Panik, aber bitte geben Sie nicht ohne und gehen Sie bitte nicht ohne uns nach Hause. Ernsthaft. Ah, da kann man es nochmal abspielen. Okay. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency Gut. Sea glide. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder tauchen, ne? Also, so. Don't go home without us. Seriously. Wir sind tatsächlich schneller, ich merke schon. Jetzt waren jetzt kein, wie soll ich sagen, sind jetzt kein irgendwie, ah! Das ist cool, das wird markiert, wo wir hin müssen. Das ist natürlich fein. Ja, jetzt muss ich nur schauen, dass wir genug Lebensmittel haben. Weil vielleicht brauchen die armen Schweine da drüben was. Komm her. Ein Gefangen, Gott sei Dank. Und dann kann es für uns schon weitergehen, ne? So, ich nehme mal unser schönes Messerchen. 30 Sekunden. So. Die Taschenlampe wäre jetzt auch super cool. Ich habe aber Angst, dass wir damit Viecher anziehen. Aber ja. Kann ja schon mal passieren, ne? Okay. So. Es hat auch Vorteile, wir blenden somit scheinbar auch unsere Beute. Das heißt, wir können die scheinbar leichter fangen. Nicht schlecht. So. Wie schauen wir sauerstoffmäßig aus? Alles gut noch. Das mit dem Blei ist halt noch so eine Sache, ne? Das würde ich jetzt echt schon dringend brauchen. So. Was haben wir denn da Schönes? Kupfer. Ich muss zuerst mal Luft holen, bevor wir hier weitermachen. So. Passt. Dann können wir hier nochmal unser Bild anschauen, weil da sind doch einige Sachen. Also Gold wird man brauchen, Silber wird man brauchen, ne? Ich glaube, meine Taschen sind voll. Zumindest gleich mal. Boah, da ist viel. Schau mal. Titanium. Kupfer. Ah, jetzt ist es voll. Habe ich mir schon gedacht. Aber die hier müsste ich mir fast merken, die Höhle. So, mal wieder Luft holen. Soll ich jetzt gleich rüberschwimmen oder soll ich das nochmal nach Hause bringen?
Ich glaube, ich schwimme nochmal zurück. Es wäre gleich weit. Ich schwimme nochmal schnell zurück und koche noch schnell das Essen fertig. Hoffe, dass ich noch das eine oder andere herstellen kann. Und dann schauen wir uns mal die Leute da drüben an. Das würde ich mal sagen, das wäre ein gutes Ding. Aber das werden wir im nächsten Part dann angehen, die Leute. Also ich koche jetzt, ich schwimme zurück, koche jetzt mal und dann starten wir den Part, während wir zu der Rettungskapsel schwimmen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!